Hey Leute, willkommen zur 18. Folge der Command Block Serie. Und in dieser Folge geht es um den Befehl Telraw. Ja, ich wurde gefragt von Chris Crafter MC, mach mal ein Video zu den Klickfeldern im Chat über den Befehl Telraw. Und ja, das habe ich jetzt mal getan und ja, zwar noch lang, denn er hatte mich schon eine Weile lang gefragt, aber heute ist es dann endlich soweit und ja, wir fangen hier mal an mit dem URL. Und ja, auf jeden Fall, es hat was mit dem Chat zu tun. Wenn ich jetzt hier auf drauf drücke, dann wird hier in grüner Schrift Bad Potion Media angezeigt. Und wenn ich jetzt auch hier draufklicken würde, dann könnte ich jetzt hier auf den Link kommen, also auf die Seite von meinem Kanal, also von unserem Kanal sozusagen, von Bad Potion Media. Und ja, das geht eigentlich alles im gleichen Prinzip, deshalb erkläre ich das nachher dann, wie man das ungefähr macht. Und zeige jetzt dann, wie es geht. Auf jeden Fall hier kann man dann, wenn man drauf drückt, dann auf eine Internetseite kommen. Das muss nicht ein YouTube-Channel sein, das kann irgendeine Seite sein. Okay, URL ist möglich und wir gehen hier zum GIF-Kommando. Okay, hier steht Redstone in Rot dieses Mal und in Kursiv. Und ich drücke hier drauf und bekomme ein Redstone. Okay, ich kann nochmal drauf drücken und ich würde jetzt mal wieder ein Redstone kriegen. Wenn ich wieder drauf drücke, kann ich von hier und von hier oben ein Redstone mir holen. Aber das ist ja grundsätzlich egal. Alles kurz wegschmeißen. Okay. Wir können uns auch hier teleportieren. Ich habe zwei Punkte markiert, einmal hier rot und blau. Okay, wir drücken hier drauf. Ich werde gefragt, wo möchtest du hin? Blau oder rot? Okay, ich möchte mal rot. Jetzt bin ich hier auf dem roten. Jetzt will ich aber dann doch lieber ins blaue. Drück dann auf blau drauf und bin jetzt hier beim blauen. Also ist hier beides möglich. So kann ich mich teleportieren. Weiter geht's mit Show Item. Hier steht's mal auch durchgestrichen. Und in etwas hellblau. Und zwar steht das Sword und wenn ich drauf gehe, wird mir ein Diamond Sword angezeigt. Okay, das ist alles von dem und wir können auch einen Text anzeigen, diesmal in Pink und steht Information, wenn ich drauf gehe, steht, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Und ja, sowas kann ich mir anzeigen lassen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, die man machen kann. Eigentlich mit jedem Befehl kann man da, den es momentan gibt, kann man da ungefähr was machen. Aber das sind hier mal hier ein paar kleine Sachen, die ich jetzt euch zeigen kann. Wenn ihr was anderes machen wollt, könnt ihr es ja dann selber ausprobieren. Okay, das ist ein recht langer Comment. Also das Kommando ist ziemlich lang und etwas verwirrend, weswegen ich euch das dann gleich in einem Programm zeige sozusagen. Es ist kein Programm, es ist halt eine Internetseite. Und diese werde ich euch dann auch in die Beschreibung packen. Auf jeden Fall könnt ihr euch dort dann das Ganze da angucken und dort dann eure Kommandos erstellen, weil die werden schon ziemlich lang und das werdet ihr auch gleich sehen. Also dann bis gleich. Okay, hier sind wir wieder. Also, das ist die Seite, die nennt sich Telraw Generator und die steht auf jeden Fall in der Videobeschreibung drin. Und hier habe ich alle der Kommandos gemacht, die ich hier für dieses Video verwendet habe. Und ja, wir fangen hier gleich mal an. Wir fügen als erstes hier einen Text hinzu. Also fangen wir mal an damit und können hier einen Text reinschreiben. Ich nehme jetzt einfach mal der URL-Kommando, das URL-Kommando und dort habe ich ja Bad Potion Media reingeschrieben. Die Farbe ist egal, wir nehmen mal gelb, nehmen halt mal hier Bold. Bold wäre diesmal fett, also dass es fett wäre. Italic wäre kursiv, dann noch unterstrichen, durchgestrichen und so komisch confused, dass es sieht so komisch aus. Auf jeden Fall kann man da überhaupt nichts mehr lesen. Ich nehme hier mal unterstrichen und fett gedrückt. Und so steht es dann momentan auch mal drin. Also das, was ich hier reingeschrieben habe, was ist Bad Potion Media, so steht das dann auch im Chat drin. Das steht dann da drin. Und hier gibt es noch ein paar Bedingungen sozusagen, die man noch mit reinsetzen kann. Wie zum Beispiel oder ein paar Folgen auf diesen Satz. Also wenn man einen Satz reinschreibt. Und wir haben ja mal ein Click-Event. Also etwas, was passiert, wenn man darauf klicken sollte. Und ja, man kann hier zwischen vier Sachen auswählen. Man kann hier zum Beispiel Run-Command nehmen. Und dann könnte man hier, wie ich beim GIF-Kommando schon gemacht habe, könnte man dann sich irgendwas geben lassen. Oder sonst was tun. Also, das ist eigentlich recht egal. Ich kann ja kurz hier zeigen, wie es gemeint ist. Also hier auf jeden Fall haben wir hier. Ich kann ja mal mehrere mit reinnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall Run-Command dieses Mal. Dann nehmen wir den hier aber mal das Redstone und nehmen wir das hier mal wieder in Rot rein. Das ist hier. Dass ihr es versteht, wie ich meine. Gut, haben jetzt hier dann Redstone geschrieben. Die Farbe haben wir. Wir haben einen Run-Command hier beim Click-Event. Und hier haben wir schon mal eins ausgesucht und könnten das dann hier so übernehmen, wenn wir auf Insert drücken. Wir brauchen aber nicht alles. Wir nehmen das raus. Wir nehmen auch, kann man das Achievement rausnehmen.
und können dann hier mal den ersten Spieler machen. Wir können dann 331, das wäre dann die ID des Redstones. Und so lassen wir das dann vorerst mal. Wir tun mal hier hinzufügen. Jetzt ist es schon so ein langer Text. Also hier Tell Raw, dann haben wir den Text. Und den nehmen wir extra. Der Text heißt dann Redstone mit der Farbe Rot. Dann ist es auch noch dick. Und Click Event wäre dann, wenn das wir ein Command runnen. Und wir geben uns dann hier ein 331er Item ID Teil. Und das wäre dann Redstone. Gut, das haben wir schon mal einen Teil. Das gehen wir auch noch weiter. Wir nehmen hier mal einen Add Text. Wir können jetzt, ich schreibe hier mal rein oder und füge das da auch mal hinzu. Jetzt steht einfach nur dann Redstone drin und dann noch oder. Bei Redstone können wir das machen, bei oder ist nicht. Oder danach wir mal Bad Potion Media, dass wir hier bei Bad Potion Media dann auch auf den Link klicken können. Wir drücken dann hier drauf, Open URL, hier wieder ein Beispiel, wir tun das Beispiel reinnehmen. Ich habe das aber schon vorbereitet und das wäre hier dann einfach die URL von unserem YouTube-Kanal von Bad Potion Media. So lassen wir das dann auch hier drin. Wir können wieder was hinzufügen und hier bei Hova Event können wir, ich nehme zum Beispiel mal, was weiß ich dann, wir nehmen jetzt diesmal wieder das Schwert und das nennen wir, oder das machen wir jetzt hier diesmal Dark Aqua durchgestrichen und Italic, so nehmen wir das. Hier bei Click Event nehmen wir diesmal nichts, wir machen hier bei Hover Event, sagen wir mal, nehmen Show Item. Bei Show Item, wir tun was mehr reinziehen, wir nehmen dafür 276, denn 276 ist ja die ID des Schwertes und lassen das so und tun es auch hier hinzufügen. Wir können noch was hinzufügen und hier beispielsweise wieder Info reinschreiben. Wir nehmen schwarz und nehmen wir hier mal obfuscated. Das sieht dann ganz interessant aus. Und machen wir hier mal Showtext. Hier können wir dann irgendeinen Text reinschreiben, wie zum Beispiel abonniere uns. Und fügen das auch wieder hinzu und können das dann so eigentlich ja übernehmen. Auf jeden Fall ist das schon eine Menge Text, was hier drin steht. Könnt ihr hier sehen. Und das Ganze jetzt hier nur in Minecraft zu schreiben, ist schon ziemlich viel, deshalb ist es hier eigentlich auch ganz gut. Wir können ja mal kurz bei Bad Potion Media reingehen, da habe ich ja hier oben nichts ausgewählt. Nehme ich mal ein Gold und nehme mal hier Underlined nur wieder hinzufügen. Und jetzt haben wir das nochmal kopieren und ja, so ist eigentlich grob im Ganze. Wir tun hier oben einfach nur den Text einfügen, die Farbe auswählen, beim Click-Event was auswählen, beim Hover-Event was auswählen, wenn nötig. Und dort können wir einige Sachen machen. Wir können hier ein Titi zeigen und Item, was weiß ich. Auf jeden Fall könnt ihr so eure ganze Sache machen. Und ja, dass wir unseren Kommando hier mal zeigen können, sehen wir es gleich in Minecraft wieder. Bis gleich. So, hier sind wir dann wieder und ich habe dann hier schon mal einen Command-Block aufgestellt und das Kommando reingeschrieben. Wenn wir jetzt draufdrücken, können wir sehen, was hier draus geworden ist. Hier würde es funktionieren. Hier passiert das auch gleiche, also funktioniert alles und das ist hier das Komische, was ich da meinte. Nur bei Redstone haben wir einen Fehler gemacht und zwar hier sagt uns Minecraft, da gibt es kein Item mit der ID oder mit dem Namen 331. Und das stimmt es in letzter Zeit auch, denn in Minecraft ist es so, dass man es hier auch, oder weil ein Text wieder reinschreiben muss, also nicht mehr die ID, sondern Minecraft und dann Redstone. Wenn wir das jetzt machen würden, jetzt wird es wieder funktionieren. Auf jeden Fall, das ist das Problem, das vielleicht noch öfters auftreten wird, dass man die ID reinschreibt und nicht die der Name des Items. Auf jeden Fall, das werde ich dann noch mit einer Anmerkung verbessern, dass das auch dann nicht auffällt. Aber auf jeden Fall, es funktioniert wie gewollt. Man kommt hier auch drauf, es wird alles angezeigt, wie wir wollten und es funktioniert so. Okay, und das war das Video für den Befehl Tellraw. Ich danke euch fürs Zuschauen und schreibt mir wieder in die Kommentare, was ich zeigen soll. Und ja, danke fürs Zuschauen. Abonniert uns eventuell und dass ihr nichts mehr verpasst. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video gut gefunden habt. Und ja, man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss.